Wie geht man nun bei der Quellenkritik vor? Wir zeigen dir die dafür notwendigen Schritte an einem beispielhaften Zeitungsartikel. Um deine Forschungsfrage zu ergründen, reicht ein Text natürlich nicht aus. Und es wird nötig sein, eine Reihe von Texten zu analysieren. Diese Anzahl von Texten, die Quellenbasis, hast du bereits im Rahmen von Lektionen 2 und 4 zusammenstellen können. Du hast bereits die Fragestellung definiert, in der du anhand von Zeitungen die historischen Impfdebatten rekonstruieren möchtest. Dabei stößt du auf diesen Artikel aus der Beilage der Innsbrucker Nachrichten. Du kannst diesen Beispieltext als Anhang dieser Lektion für eine genauere Lektüre finden. Zunächst ist es nötig, die Quelle zu beschreiben. Es handelt sich um einen Zeitungsartikel mit dem Titel Torheiten der Volksmenge bei Epidemien in der Wochenbeilage der Innsbrucker Nachrichten vom 4. August 1923 und ist auf Seite 4 zu finden. Die gedruckte Zeitung mit der Frakturschrift ist vollständig erhalten und dank der Digitalisierung online als Digitalisat einsehbar. Es folgt die äußere Quellenkritik. Zunächst gilt es, die Provenienz, also die Herkunft der Quelle, festzustellen. Wann und wo der Artikel entstanden ist, wissen wir nicht mit Sicherheit. Wir wissen nur, dass er am 4. August 1923 in Innsbruck gedruckt worden ist. Auch der Autor oder die Autorin ist nicht bekannt. In Bezug auf die Echtheit lässt sich sagen, dass es sich um ein Digitalisat der Originalquelle handelt. Die Echtheit könnte allerdings im Archiv überprüft werden. Bei der Kritik der Originalität wird untersucht, worauf sich der Autor oder die Autorin stützt. Dies wird nicht explizit erwähnt, aber es könnte sein, dass er oder sie als Korrespondent oder Korrespondentin vor Ort war und die Beobachtungen selbst angestellt hat. Oder dass der Zeitungsbericht auf Berichten von Presseagenturen oder anderen Zeitungen basiert. Bei der inneren Quellenkritik erfolgt eine sprachliche und inhaltliche Aufschlüsselung des Texts. Schließlich handelt es sich um einen Zeitungsartikel, der vor rund 100 Jahren geschrieben worden ist, und die Sprache hat sich seitdem verändert. Der Begriff Torheit zum Beispiel ist kaum noch im Gebrauch und bedeutet Dummheit, Unüberlegtheit oder Leichtsinn. Bei der sprachlichen Aufschlüsselung können historische Wörterbücher und Lexika hilfreich sein, die vielfach digitalisiert und online frei zugänglich sind. Die inhaltliche Aufschlüsselung betrifft all jene Orte, Personen und sonstige Informationen, die dann nicht bekannt sind. Die Bocken sind zum Beispiel eine hochinfektiöse und oft tödlich verlaufende Infektionskrankheit, die nicht mit den Windbocken zu verwechseln sind. Die Städte Gloucester und Birmingham können im Westen Englands lokalisiert werden.